Du, Benedikt, die Lilliputaner sind heuer auch wieder auf der Wiesn heraus. Die kleinsten Menschen der Welt. Ja, die möchte ich ganz gern anschauen. Nein, das geht ja nicht, weil ich meine Augengläser nicht dabei habe. Wir können höchstens zu dem Riesen rübergehen. Der soll 2,20 Meter groß sein. Den sieht ich ohne Augenglasel an. Ja, gehst du, Mann. So klein sind die Lilliputaner nicht, dass du gleich Augenglasel dazu brauchst. Du, Barbara, jetzt muss ich dumm fragen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Lilliputaner und einem Zwerg? Ja, sehr einfach. Ein Zwerg ist klein und ein Lilliputaner ist auch klein. Ja, dann ist doch eigentlich auch kein Unterschied zwischen einem Zwerg und einem Lilliputaner. Ja, schon, denn der Zwerg kann niemals größer werden, während der Lilliputaner immer klein bleibt. Ja, das ist doch dann auch kein Unterschied. Ja, ein Zwerg und ein Lilliputaner haben überhaupt keinen Unterschied, nur im Alter. Wieso? Na, ein Zwerg kann jung sein und mit der Zeit kann er älter werden. Also genau wie ein Lilliputaner auch. Ganz klein, winzig klein sind nur die Kinder von den Zwergen und Lilliputanern. Na, das stimmt nicht. Denn ich habe einmal in der Zeitung gelesen, dass die Lilliputaner und die Zwerge keine Kinder kriegen. So, ja, wo kommen dann die erwachsenen Lilliputaner her? Ja, immer nur von ganz normalen Eltern. So, aha, dann können also wir zwei niemals Lilliputaner kriegen. Ja, aber unsere Kinder, der Georg und Resel, die waren doch auch klar, wie sie auf die Welt gekommen sind. Dann wären doch das auch Lilliputaner gewesen. Ja, die sind aber mit der Zeit größer geworden. Na, das ist natürlich sau dumm, denn wenn die klein geblieben waren, dann hätten wir jetzt ein schönes Geschäft. Ja, inwiefern? Na ja, dann könnten wir unser Bude machen lassen und unsere Kinder auch ausstellen. Ach so. Dann hätten wir doch eine schöne, sichere Existenz. Sicher. Aber leider geht's nicht, weil wir nicht normale Eltern sind. Auge. Ja, vielleicht wären wir noch normal. Nein, das glaube ich nicht. Das haben wir schon übersehen. Ja. An was kennt man jetzt dies eigentlich, dass wir zwar nicht normal sind? Am Sau tun wir daherreden.